Also wir sind in Folge 18 und haben 21 Shines. Wir sind 3 Shines vor. Gut. Du kannst den Vorsprung ausbauen. Du kannst den Aussprung vorbauen. Sehr gut. Der Vorbau braucht jeder. Und damit hallo, liebes Publikum. Wir suchen jetzt richtig große Melonen. Ja. Ne, mit Vorbau und haha. Lustig. Die reicht noch lange nicht. Und willkommen zurück bei Super Mario Sunshine und der Melonenaufgabe, bei der überall Enterichs sind. Und wir suchen richtig große Melonen. Ich glaube, die ist oben, da wo die Flagpole war bei dem Rennen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hast du gesehen? Du hast nichts anders gemacht, hast einfach nur A gedrückt und der ist dann plötzlich zur Seite gesprungen. Ja, das ist... Das war das Problem, was ich vorhin hatte. Das ist ein Stick. Das ist Kacke. Hier, die. Genau, die brauchst du. Diese und keine andere. So, jetzt ja, guck sie dir an, wie riesig Strategie? Die ist. Einfach direkt so straight dahin kicken. Naja, ich würde und hoffen, dass sie nicht ins Wasser fällt. Das ist ja das größte Problem. Und die Enterichs dürfen die auch nicht berühren. Ich denke, am klügsten ist, wenn ich die jetzt... hoch hier oben lang rolle. Ja, genau. Und dann halt von hier aus... Oh. Das war Wasser. Das, und das halt zu große Wucht. Komischerweise. Ein Glück wird die aufgepumpt. Das kann doch nicht genug Wucht gegen zu Ding. Kommt denn das Wasser her? Jetzt mal ernsthaft. Also wirklich. Aus der Düse. Da ging die Düse. Aus der Düse, 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 Düse im Düsenschritt. Das war auch Nena. Nee. Na? Nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Nee, aber... Oh. Oh. Oh, nicht schlecht. Aber auch nicht so. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Mein Gott. Nur für O2-Kunden 50 Euro geschenkt. Jetzt die gebührenfreie Mastercard Gold. Nee, danke. Ich brauche keine Mastercard. Ich brauche keine Kreditkarte. Was ist denn Physics? Nice. Ne? Glitscht. Ich sag doch, das ist... Das ist ja glitscht. Willkommen zurück bei Banjo-Kazooie Schraube locker. Wie dumm das ist! Der glitscht die ganze Zeit an den Flagpoles oder Poles-Masten. Fishing Pole. Warte, ich guck mal Nena Leuchtturm, welches das jetzt ist. Nena? Ja, das wird schon das sein, was du gesagt hast. Leuchtturm. Wie auch immer hast. Bum, bum, ne? Ja, genau. Nein. Ach, alles umsonst. Und so wie du bist und so wie ich bin, will ich immer wieder bei dir sein. Oder? Ja, da wo sie hingeht, geht sie ja, hin. Ja, genau. Jetzt voll der Copyright-Claim wegen den 2 Sekunden. Ich sag's dir, Nena, ist da knallhart. Wir haben übrigens auch einen Copyright-Claim für eine Heavy Rain-Folge bekommen. Für eine einzige. Das ist die, wo wir mit Madison in dem Club sind, für die Clubmusik. Okay, ist das ein richtiges Lied? Ja, offensichtlich. Naja, es gilt halt als In-Video-Game-Musik halt. Mhm. Und ja, das kann halt weggeclaimt werden, ist ja ganz klar. Also es ist theoretisch kein richtiges Lied, was so existiert, sondern außerhalb des Videospiels, glaube ich, aber es ist halt vom Soundtrack des Videospiels und wurde halt deshalb geclaimed. Fand ich aber interessant. Und, okay. Einfach so, das ist, ich finde interessant, wofür man einfach geclaimed wird und ich verstehe halt nicht, warum das dann nicht in der Folge mit Norman Jaden passiert ist, weil da ist die Musik ja genauso. Ja, ich habe die Lautstärke nicht umgeändert oder so. Also nein, von nein, dem her, sie ist... Also von dem her ergibt das irgendwie wenig Sinn. Ich glaube, die Melone folgt dir gleich. Das kann sie ja gerne tun. Ich glaube, die rollt, ja. Und auf den Vogel und... Pam! Beachball! Ja, die geht gleich kaputt. Ja, das kann sie ja gerne tun. Och, meine Güte. Das ist wirklich wie in Atlantis Aquaria in Super Mario 64 mit diesem komischen Bot mit den Fußstapfen drauf, der dich dann immer hochgeschossen hat. Und wenn er dich dann ungünstig gegen die Wand geworfen hat, kommt der dir ja hinterher und dann wirft er dich einfach nochmal. Und dann fliegst du da irgendwie zweimal ewig weit nach oben, fällst auf den Boden, bam, 5 Schaden, zack, nochmal und zack, 5 Schaden wieder und du bist tot. Es ist einfach brillant. Ja, und wer auch immer sich gedacht hat, wir bauen jetzt einfach ein Level mit 30 von den Viechern, machen die zu Enterichs und du musst eine Melone, die, wenn die berührt, zerplatzt, da durchführen. Dann machen wir, oder? Machen wir, ist doch beste Idee. Machen wir. Und das spielen wir gerade. Ja. Geil, oder? Meine ist der Platz, ich brauche Münzen. Weißt du, wenn sie mal zerplatzen soll. Dann bist du da vielleicht doch nur mit zu viel Wucht gegengegangen oder so. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ja, anscheinend. Jetzt, wo du es brauchst, funktioniert's nicht. Aber wenn du es nicht brauchst, funktioniert's wieder. Nö, jetzt rollst du deswegen Wasser. Ich habe gerade auch überlegt, ist das draußen? Na endlich. 1.
Das klang gerade, das hätte nämlich auch irgendwie so eine komische Tröte im Spiel sein können. Da dachte ich auch gerade so, hä? Also hier war gerade eine Sirene draußen, die hat man wahrscheinlich nicht gehört. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie den Sound maximal erhöht. Bau doch einfach eine rückwirkend ein. Nee. Nein. Das wäre lame. Dann muss man die schon richtig nehmen, um unsere Reaktion darauf auch richtig zu verstehen. Aber da wir sowieso nicht wie jeder das macht und wir hier keine Facecam haben und auch kein Boah, welchem YouTuber gehört diese Melonen machen, so als Titel. ja. Mann, jetzt muss man sich aber irgendwann mal überlegen, wo man hier hin möchte mit seinem Leben. Oder mit seinem Melonen. Ja, ey. So groß, du weißt gar nicht, wohin damit. Ne? Das ist. Jetzt weißt du, wie sich Katja Krasiewicz fühlt. Schon ganz vergessen. Oh. 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 Yes! Ich habe ja, das war nicht schlecht. Da hattest du aber auch Glück. Das war immer so 2 Zentimeter vor diesen Vogelfiechern. Ja. Vor den Enterichs. Oh, cool. Du hast da so links einen Path gehabt, wo der... Oh, nein, da war rechts einer. Vorbei. Nein, den habe ich... Ah, shit. Weißt du, wollen wir auch 120 Sterne holen? Nein. Dass man nicht mal jetpacken kann, während man durch die Gegend, weißt du, irgendwie, dass einfach jegliche Kontrolle verloren geht. Nee, aber ich habe ja die Sache nicht nochmal gesagt. Ich habe ja nur den Namen Katja Krasiewicz gesagt. Ja, ich muss trotzdem nicht die anderen. Ja, natürlich. Ich muss mich auch, ich habe mir die Folge natürlich in der Bearbeitung nochmal angeguckt. Einfach, ich wollte hören, was ich so erzählt habe. Und einfach nur der Build-up dazu war halt so komisch. Und dann halt die Sache, die... falsch verstanden hast, das war so auch, ich musste im Nachhinein auch nochmal mich so amüsieren darüber. Das ist eigentlich ziemlich super, aber auch ziemlich infantil, aber ich glaube, naja, willkommen bei unseren Let's Plays. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wer das noch nicht gemerkt hat, und ich weiß nicht, wirken, sind wir manchmal ein bisschen zu sexistisch? Also achten wir manchmal ein bisschen zu sehr auf solche Sachen, was Weiblichkeit angeht. Na, Brüste und sowas alles. Machen wir da so! Brüste! Machen wir da zu viele Kommentare über so eine Sachen und machen uns lustig oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Zum Beispiel bei Madison andauernd halt mit diesem King of Queens Witz. Und so. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir da manchmal ein bisschen zu weit gegangen sind oder nicht. Das muss das Publikum entscheiden. Entscheidet jetzt auf. Ja. Aber ihr müsstet wissen, dass wir das alles nicht so ernst nehmen. Das ist einfach unser Humor. Infertilität. Irgendwie, ja, unsere Infertilität, genau. Das ist einfach infertil dank viel Gespiel. Ist ja auch für Kinder, ne? Was? Ist ja auch ein Spiel ab. He's a Scatman, Debuffer. Nicht so. Ach so. Weißt du überhaupt, was das Scatman bedeutet? Nein, was das eigentlich bedeutet? Ja, das ist eine Musikart. Nein, also ja, dieses Scat ist aber nicht nur eine Musikart, das ist sogar ein Sprachfehler, den dieser Mann hatte. Und er hat es dann einfach in diesen Song eingebaut und halt quasi zu so einem Musikding gemacht. Aber seitdem gibt es doch nicht erst das Scatten. Nee, das gab es auch schon vorher, aber es war halt schon vorher. Es ist halt dieses irgendwie so ganz... viel hintereinander halt diese unzusammenhängenden irgendwie Geräusche von sich geben, also dieses und das ganz schnell machen können. Ja. Und dann eben dieses ganz schnelle Labern, das wird halt auch als Scatten bezeichnet. Ja, 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 ja. Und das, da kommt das halt her, Scatman, und das hat nichts mit diesem Fetisch, Anführungszeichen. Ja, das wäre auch komisch. Zu tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Fetisch gilt oder ob das einfach so ein Begriff für Fäkalsachen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, es ist Fetisch. Fäkalisch. Ja, also ja, du weißt, was ich meine. Also ja. Ja. Das Publikum musste jetzt auch wissen, was... Das war jetzt absolut Diskussion, die geführt werden musste. Nee, die Diskussion generell nicht, aber deswegen, ich wollte auf den Scat vom Scatman eingehen und nicht den anderen Scat, den du im Kopf hattest direkt. Nee. Du hast ja direkt gesagt, oh Gott, hör mir auf damit. Oh. Also ich direkt Musiker! Musik, nein! Bitte red über Kacke! Ja, geht nicht, immer noch nicht. Weil wir die Boxen noch nicht kaputt gemacht haben. Höchstens die Boxen von den Zuschauern. Ja, genau. Mit dem Skaten, man. Am besten skattest du jetzt, Was, Skatuell? Skatuell? Im Toad-Style. Skatuell!
Ich hab's mir mindestens so schön vorgestellt. Ey, fall doch eine runter, du. Gibst du, irgendwo fandest du auch gut, auch wenn es unzerschmettert war. Ja, es war authentisch. Danke. Ich hoffe, ich nicht an. Ja, das muss ich jetzt zum Ende der Folge dann noch erzählen. Also du hast noch eine Minute. Ich habe noch eine Minute, das ist doch ja. Immerhin eine Zeit genug. Nee, dann muss ich einfach erzählen. Nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich halt irgendeinen blöden Spruch gebracht, so wie es meistens ist. So nach der Folge kommen dann so eigentlich die richtigen Witze raus. Und während der Folge machen wir einfach nur unsere selbstberieselnden Self-Referential-Humor-Witze. Und hinterher habe ich halt irgendwas gesagt, was den Captain halt zum Lachen gebracht hat. Ich wusste aber nicht, dass der gerade getrunken hat. Und da kam eben dann die ganze Kohlensäure wieder hoch. Ich hatte auch meinen Kopf sehr komisch gehalten in dem Moment. Und nicht nur die Kohlensäure, sondern auch das Getränk offensichtlich. Und das habe ich halt, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich drehe mich einfach zu ihm um und er ist halt so nach vorne gebeugt, stützt sich auf meinem Sofa ab, auf der Lehne. Ja. Hat seine langen Haare offen, ein paar Strähnen hängen ihm im Gesicht. So total irgendwie, als wenn er gerade irgendwas Anstrengendes gemacht hat. Aus seiner Nase tropft etwas. Er hält es mit seiner Hand da drunter, guckt mich an und sagt, guck mich nicht an. Und das einfach in einer Stimme. Er hat mir wirklich leid getan, aber ich musste lachen. Ich hatte noch am nächsten Tag diesen ekelhaften, ich will sagen Geschmack, dieses ekelhafte Gefühl in der Nase gehabt. Es war einfach das Aroma. Ja, von der Schwipschwapp. Aber es war einfach, es sah einfach so lustig aus, aber er hat mir auch leid getan. Und dann einfach, wie er es gesagt hat und wie er mich angeguckt hat, guck mich nicht an. Und dann halt, wie er wirklich dann, es war einfach super lustig. Und das war so, made my day 100 times better. Und ich hab ewig nicht so was Tolles gesehen. Also danke nochmal dafür. Ja. Und auch, dass wir diese Geschichte haben. Bist du eigentlich direkt jetzt an einem Schein dran, wenn du hier das machst, oder? Nein, man müsste jetzt mit dieser tollen... Du bist es quasi, das jetzt machen. Wie? Ich weiß noch nicht mal was, aber... Du guckst da hinten. Ja. Siehst du, hoppa. Und sehe die Siechen. Sie... Nee, wie war das nochmal? Sehe die... Ja, da hinten siehst du ja diesen Leuchtturm von denen. Ja. Da ist ein Eingang, da gehst du rein und kommst ein tolles Level, wo man dir wieder mal also. Ein Schussgerät abgenommen hat. Und okay, das ist jetzt quasi ja, das kann ich machen. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Super Mario Sunshine. Wuhu. Dankeschön fürs Zusehen. Und dann tschüss bis. Dann tschüss, tschüss bis. Dann tschüss Bun. Number 8. Bun? Was? Bin. Bis dann. Hör einfach auf jetzt. Ich war der Scatman.